Nächste Rednerin ist Fiona Fiedler von den NEOS. Danke, Herr Präsident, Hohes Haus, werte Damen und Herren auf der Regierungsbank, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Bezugnehmend auf den Sozialbericht 2019 möchte ich festhalten, die sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten haben sich in Österreich und in ganz Europa seit dem Erscheinen massiv verändert. Die Zahlen aus dem Bericht sind heute nicht mehr aktuell, wo beispielsweise vor der Krise noch von Rekordbeschäftigung und einem Rückgang der Arbeitslosenrate die Rede war, sprechen wir heute von der höchsten Arbeitslosenrate der Zweiten Republik. Auch im Bereich Pensionen ist in der Zwischenzeit viel passiert. Vor der Nationalratswahl 2019 wurden nämlich Pensionsgeschenke beschlossen. Das teuerste davon war die abschlagsfreie Frühpension, die nicht nur das Pensionsloch längerfristig um weitere 3 Milliarden Euro erhöhen wird, sondern auch den Gender Pension Gap. Der Bericht spricht dieses Problem zwar an, aber durch den Beschluss der abschlagsfreien Frühpension hat sich der Unterschied von 51% deutlich auf 67% erhöht. Der Grund dafür ist relativ leicht, denn laut unserer aktuellsten Anfragebeantwortung aus dem Sozialministerium profitieren davon praktisch nur Männer mit ohnehin schon hohen Pensionen. Ja, richtig gehört. Unter den 8.033 Begünstigten waren im ersten Halbjahr 2020 sage und schreibe nur 3 Frauen. Und die durchschnittliche Auszahlung beträgt satte 2.900 Euro 14 Mal im Jahr. Wie es zu dieser abschlagsfreien Männerfrühpension kommen konnte, frage ich mich heute noch. Diese Frage sollten sich allerdings auch die Kolleginnen von SPÖ, FPÖ und ÖVP stellen, die dafür verantwortlich sind. Darum ist es notwendig, dass sich die Regierung endlich an die Arbeit macht und ein nachhaltiges Pensionssystem schafft, das auch die Frauen und die Zukunftschancen der folgenden Generationen stärker berücksichtigt. Aber auch heute spreche ich wieder mal für Menschen mit Behinderung und ihre Situation am Arbeitsmarkt. Denn ehrlicherweise habe ich das Gefühl, dass das hier sonst nur sehr wenige tun. Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung ist in den letzten 10 Jahren um 120% gestiegen. Wie die Zahlen in einem Jahr aussehen werden, möchte ich mir ehrlicherweise gar nicht vorstellen. Heute liegt mir Folgendes vor. 371.893 Personen waren im August diesen Jahres arbeitslos gemeldet. Davon sind 88.233 arbeitslos gemeldete Personen mit Behinderung und mit gesundheitlichen Einschränkungen. Das sind 23,7%, ein Viertel der Arbeitslosen in Österreich. Ja, das sind nur Zahlen. Aber hinter jeder Zahl steckt ein Einzelfall. Wir alle wissen, dass die Situation nicht nur für Menschen mit Behinderung eine schreckliche ist. Aber genau diese Gruppe hat es in der Krise besonders schwer. Das sind Menschen, die in der Zeit ohne Krise schon geringe Chancen am ersten Arbeitsmarkt haben. Und in dieser Covid-Krise wird es für diese Menschen noch schlimmer und noch schwieriger werden. Auf viele Fragen kann momentan keiner eine Antwort geben. Wie wirkt sich die bevorstehende Kündigungswelle auf Beschäftigte mit Behinderung aus? Werden die 50-plus-Angestellten mit Behinderung die ersten sein, die gehen werden? Wie wird es mit den Betrieben weitergehen, die mit diversen Werkstätten zusammenarbeiten? Werden Firmen noch verhaltener sein, Menschen mit Behinderung einzustellen? Und wieder gibt es keinen Fahrplan. Daher fordere ich Sie heute auf, dass wir diese Gruppe der Gesellschaft, die schon lange eine Randgruppe ist, nicht noch weiter an den Rand drängen. Wenn wir jetzt Arbeitsplätze schaffen, müssen das inklusive Arbeitsplätze sein. Wir haben eine menschliche Verpflichtung, nicht erst dann an Inklusion zu denken, wenn alles andere glatt läuft. Ich habe versprochen, es immer wieder zu sagen. Inklusion ist nicht karitativ, Inklusion ist demokratisch. Ich habe mich im vergangenen Jahr in diesem Hohen Haus permanent für Menschen mit Behinderung und insbesondere für Kinder mit Behinderung eingesetzt. Aus diesem Grund können Sie sich vorstellen, dass mir die Situation der Kinder in Moria sehr nahe geht. Aus diesem Grund und weil ich mir geschworen habe, dass ich mich im Laufe meiner politischen Karriere für jeden Tag für Inklusion, Integration und vor allem für Menschlichkeit einsetzen möchte, bringe ich auch noch folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, sich am Programm der Europäischen Kommission zu beteiligen und 100 besonders notleidende Kinder aus Lagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Danke. Seit dem Erscheinen des Sozialberichts 2019 habe sich viel verändert, betont Fiona Fiedler von den NEOS.